Hallo, mein Name ist Jörg Theobald und ich möchte Ihnen die Orbis Projektmethodik vorstellen. Die Orbis Projektmethodik basiert auf der SAP Activate Methode und besteht aus den Phasen Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy und Run. Kern ist eine Roadmap, die die Projektleiterinnen und Projektleiter sowie das Projektteam sicher zum Ziel führt. Neben dieser Roadmap bringt Orbis die nötigen Tools zur Steuerung und Durchführung der Projektarbeit mit. Der SAP Solution Manager unterstützt die Methodik ebenfalls vollumfänglich, sein Einsatz ist aber kein Muss. In der Discover-Phase geht es um das Scoping. Was sind die Anforderungen an die Lösung, um welche Geschäftsprozesse geht es, welche Systeme und Module kommen in Betracht? Was ist das zeitliche und räumliche Projektscope und vor allem, wie lauten die Erwartungen der Stakeholder und der Process Owner? In der Prepare-Phase werden die Projektteams definiert, die Projektnormen abgestimmt und wie der Name schon sagt, das Projekt wird organisatorisch und infrastrukturell vorbereitet. In der Explore-Phase schlägt die Stunde der Solution-Architektinnen und Architekten. Hier geht es darum, dass die Beraterinnen und Berater ein Verständnis der Anforderungen gewinnen und dem Kunden früh einen möglichst konkreten Eindruck der künftigen Lösung vermitteln. Die Basis dafür bilden die SAP Best Practice Prozesse, die Orbis-Lösungen und vor allem das Know-how und die Erfahrungen der Orbis-Expertinnen und Experten. Es erfolgt eine Fit-Gap-Analyse, die im Cloud-Kontext angesichts der engeren Spielräume Fit-to-Standard genannt wird. Dazu passend wird dann im Projektteam gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern des Kunden ein adäquates Lösungsdesign erarbeitet. Dabei erfolgt automatisch eine Fokussierung auf die wichtigsten Knackpunkte und nicht, wie im klassischen Blueprint-Ansatz, nur auf die Low-Hanging Fruits. Die Realize-Phase ist dann die Domäne der Implementierungsberaterinnen und Berater, die die Lösungsdesigns aus der Explore-Phase in Anwendung agiler Methoden detaillieren, umsetzen und dokumentieren. Hier ist die sachgerechte Definition der Sprints ein entscheidender Erfolgsfaktor. Der Sprint darf nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz sein. Aber vor allem müssen die Inhalte so definiert werden, dass im Sprint-Review ein in sich geschlossenes Teilergebnis in Augenschein genommen werden kann. Auch die Schulungen der Endanwender und die abschließenden End-to-End-Integrationstests gehören zu dieser Projektphase, in der die Anwendung agiler Projektmethoden besonders stark sichtbar wird. Die Deploy-Phase ist dann der Datenübernahme und der Produktivsetzung der SAP-Implementierung vorbehalten. Selbstverständlich leisten die Beraterinnen und Berater auch unmittelbar nach Go-Live Hilfe in der ersten Zeit des Systembetriebs der neuen Lösung. Das war auch in Wasserfallprojekten nie anders. Activate ist nicht umsonst eine hybride Projektmethode mit dem Besten aus beiden Welten. Die Run-Phase gehört nicht mehr zum eigentlichen Projekt. Hier geht es um die Betreuung und Weiterentwicklung der Lösung im laufenden Betrieb. Orbis unterstützt ihre Kunden auch hier im Rahmen des Angebots von Managed Services.